Nee, der Olli hat keinen Bock. Also fühl dich in Zeiten der Corona gegrüßt. Handy gibt's heute nicht. Was hast denn du da wieder gebastelt hier? Aus einem Mega-Nuri einen Mega-Fliedel. Also vom Küstenflieger gibt es das Ding hier, hier den Wing hier zu kaufen als Bausatz. Gibt es immer noch? Ja, gibt es noch. So, wenn ich jetzt das so überlege, ich glaube, der hat bestimmt so seine 10 Jahre oder was auf dem Buckel. Ich glaube, den gibt es sogar schon länger, aber ich weiß es nicht. Mhm. Das ist gefährliches Halbwissen. Aber wie schon gesagt, küstenflieger.de, glaube ich, gibt es den immer noch zu bestellen. Und ganz geil finde ich die Nase da vorne. Da waren wir auf dem Bild vorher normaler Motorspann drauf. Und jetzt musste ich mir irgendwas einfallen lassen. Ne? So, und standesgemäß natürlich hier umgebrandet. Absolut geil. Ja. Das ist natürlich auch eine Variante zu dieser Holzrevier mit Motorantrieb. Ja, die es standardmäßig noch gibt. Davon wusste ich nichts, aber. Egal. Nachdem bei uns alles verfliedelt ist, ist das, passt das super ins Konzept. Das ist so eine Mischung jetzt aus Multiplex, Lidl und Küstenfliege. Und natürlich hier. Die FB-Frau ist auch an Bord. Selbstverständlich, ja. Mit einer Panoramaverstellung für den Rundumblick. Wenn wir dann gespannt sein. Also dann aber auf in die Luft. Schnell. So, der Mega-Fliedel. Vollgas, gell? Das ist nur besseres Standgas. Ich muss die FBV-Brille muss ich runterlegen. So jetzt. Geil. Es schwebt. Kommst du überhaupt nicht von der Stelle? Schaut genauso aus wie beim Bioflügel. Okay, die Reverse hätte ich jetzt noch machen können, ne? Dass die, der Kameraschwenk richtig rumgeht. Schaust du in die falsche Richtung? Schau mal, die verkehrte Richtung. Ja, du fliegst ja mit FPV schon wieder. Ja, ja. Oh Mann, ist das langweilig. Das ist wieder eine Hammeraufnahme hier mit den Rotorblättern. Obwohl du so 300 Meter davon entfernt schwebst. Was ist denn das, ey? Thermikboje. Oh Mann. Ja, also. Sehr entspannend. Aber du kommst nahezu geräuschlos irgendwie umher. Die Entdeckung der Gemütlichkeit. Man muss mal ein bisschen zurückzoomen, dass man da mal Boden sieht. Ach so, welchen Schwerpunkt habe ich? Naja, okay, das passt. Ah, Schwerpunkt hat man. Mit überbewerteten Schwerpunkt. Genau. Dunkle Wolken da oben. Da jetzt eigentlich der Propeller mitgedreht? Keine Ahnung. Frag mich was anderes. Die Motorbremse haben wir nicht aktiviert. Action Plane ist es nicht, ne? Kein Action Plane. Nur kurz den Baum hier filmen, den du gepflanzt hast. Den wirst du heute noch treffen. Das ist eigenverschuldet dann. So, wo bist du denn eigentlich? Ah, da. Fliegst du rückwärts, oder? Ja, ich bin mir da nicht ganz so sicher. Siehst du da den Propeller eigentlich drehen oder steht der? Muss mal hinzoomen, ob ich da was sehe. Es geht heute alles ein wenig im Grauen auf hier. Ich komm vorwärts, schau, ich bin fast da. Scheiße. Also ich, ja, er steht. Aber leicht gedreht zur Tragfläche. Ich wollte da noch einen Klapper
Es steht. Ja, es ist gemütlich. Also. Es ist spannend. Dank der Wolken sieht man wenigstens ein Fortkommen. Aber ich denke, mein Thermik ist mit dem Ding echt geil. Also das definitiv. Du hast jetzt die ganze Zeit den Motor ausgehabt, ne? Ja, ja. Boden ist natürlich auch heftig, ne? Also jetzt schauen wir mal, jetzt machen wir mal ein bisschen Speed. Okay. Das dürfte sich ungefähr so die maximale Geschwindigkeit sein. Man macht irgendwelche lustigen Geräusche, oder? Ja, brummt halt vor sich hin. La Looping. Führungsabriss. Ah, da sind noch irgendwo Busse. Wo sind die? Keine Ahnung. Ich. Was ist denn die? Volle Konzentration. Okay. Dass ich dich hier einfange. Ich höre den Busse irgendwo. Das fällt jetzt noch in meiner Sammlung. Hey, ein gemeinsamer Thermikflug mit Busse. Stehen bleibt. Jetzt da läuft. Unglaublich. Wenn wir den Sender wegstellen. Krähe höre ich. Was halt jetzt nicht so. Fahrwerk oder was dran, oder? Noch gemütlicher machen. B2-Bombe. Die Servos sind auch nicht frustriert. Endlich mal der Flugzeug, das geradeaus fliegt. Das ist ja völlig übertrieben. Was ist denn der Spaß? Ah, oh, könnte gerade lang ein bisschen her, oder? Sehr geil. Oh, Sonne, geil, Thermik. Ja, wunderbar. Es blendet. Haben die heute nicht schlechtes Wetter und ja, Bewölkung vorausgesagt? Regen, böses Wetter. Schnee bis 300 Meter. Ja. So ein Mist. Corona-Wetter. Wir sitzen da schon wieder hier draußen und fliegen. Ja. Anstelle, dass wir bequem in der Werkstatt basteln können, müssen wir hier unsere Zeit verschwenden. Ich sag jetzt mal auch die Wiese, nicht einmal die Wiese ist matschig. Viele beschweren sich, weil ihr. Wir haben am schlimmsten gerechnet, ne? Viele beschweren sich, weil ihre Landeplätze vermatscht sind. Jetzt hat meine Schiene offen haben. Wolltest du noch einmal wegen Rasen mähen? Ich wollte eigentlich noch ein bisschen näher kommen. Applaus, super gelungenes Ding. Ja, super. Macht Laune.
halt. Also mit Motor genau macht es Spaß. Das Gegenteil von dem New Fleetle. Eher langsam und. Also, theoretisch ist es wie ein Freiflugmodell, du musst eigentlich gar nichts machen. Macht Laune.